Aber das dauert schon, bis man 18.000 zusammen hat, ne? Diesen Schrecker. Ja, wir konnten uns bis jetzt keinen neuen kaufen, außer eben diesen für 18.000. Ich meine, wir hatten uns mehr von dem erhofft, weil da stand irgendwas mit knapp 100 PS oder 75 PS oder so hatte der gehabt. Haben wir gedacht, ja gut, dann wird der auch ein bisschen was ziehen können. Aber der war zu leicht. Das heißt, hast du den Grubber angesetzt, dann stand der so senkrecht, weil er einfach vorne kein Gewicht dran packen konnte wie die anderen hier. Das war halt so ein bisschen doof. Ja, aber trotzdem, mit dem konnte man zumindest schon mal den Anhänger ja, hin und mit her. So 22, 23 km/h konntest du wenigstens den Anhänger von links nach rechts schleppen, weißt du? Und dann hast du halt den Traktor und den anderen einfach auf Helfer gestellt und bist dann mit der Hustengutze hinter der Erntemaschine her und hast dann... Und gibt's nicht irgendwas, was viel Geld gibt, aber was auch mehr Arbeit benötigt? Es gibt natürlich Sachen, die auch noch mehr Geld geben, zum Beispiel Raps gibt mehr Geld, aber hat die gleiche Arbeit, gibt aber auch weniger vom Feld. Du kriegst bei Raps 600 pro Tonne, aber du hast halt auch weniger Ertrag vom Feld selbst. Du kannst auch Kartoffeln und Mais und Zuckerrüben und so anbauen, aber du brauchst dann immer so spezielle Gerätschaften. Wir haben zwar einen Pflug, aber ein Problem haben wir auch. Und zwar zum Beispiel, wenn du meinetwegen Heu oder sowas für Tiere oder so machen willst, dann brauchst du so ein Rotor-Ding, dann musst du das dann abrotieren, dann musst du das stehen lassen, damit das zu Heu wird aus dem Gras. Dann musst du das einsammeln, dann brauchst du eine Ballmaschine, die daraus dann Bälle macht, dann musst du dann noch einen speziellen Anhänger kaufen, damit du die Bälle transportieren kannst. Und das ist halt so ein bisschen, also wir haben noch nicht für alles eine Lösung. Deswegen momentan nur Weizen, Gerste, Raps bei uns. Aber wenn man mal ein bisschen mehr Kohle hat, du kannst auch Windkrafträder bauen und sowas. Ja. Und Gewächshäuser und so. Das ist interessant. Aber die kosten doch schon ordentlich. 1 Million oder so, glaube ich, kostet eins. Also für uns noch nicht relevant. Nicht wirklich. Wir haben ja noch Schulden von 200.000 oder so. Ne, 175.000. Ich konnte ein bisschen. Ja. Aber nicht von Anfang an, ja. Ja, ja, aber von Anfang an hast du Schulden von 150.000. Wir hatten uns dann aber von vornherein ein bisschen mehr geliehen, damit wir Geräte kaufen können. Das ist schon ein weiterentwickelter Grubber, der ist schon etwas neuer. Die Erntemaschine ist neu, der Anhänger ist neu. Wir haben uns noch eine Düngermaschine gekauft und. Sowas halt alles. Ja. Dann eben den neuen Traktor und wir haben halt immer mal wieder von den Erträgen natürlich was zurückzahlen können, aber ein bisschen was bleibt natürlich dann immer noch übrig. Ne? Auch Zinsen drauf, ja, jede Nacht zahlen wir, glaube ich, momentan irgendwas mit 600 Euro. Aber man muss sagen, dass das ziemlich schlecht im Verhältnis steht, weil wir können auch jeden Tag einmal beide Felder ernten. Und dann sind ja, 600 Euro nix. Ja, machen. Du willst ja jetzt nicht ein Spiel spielen, wo du 3 Tage warten musst. Nee, aber dann müssen die Zinsen auch dementsprechend angehoben werden, wenn du schon die Ernte so rapide steigerst. Das ist doch gut. Ja, ja, klar. Muss ja auch alles im Gleichgewicht stehen. Aber trotzdem. Die sind halt lachhaft dagegen. Hast du halt 2 Tonnen Ernte oder so, oder 1 Tonne Ernte und dann hast du da draus. So, ich werde jetzt mal einkaufen gehen. Ich brauche wieder neue Saat. Oder du kippst das ab jetzt in dasselbe Silo, wo wir hinten den Weizen reinfallen? Das ist alles miteinander verbunden, ja. Bis jetzt sind da 28.000 drin. Da sind die 4 Dinger. Die sind auch aufgemalt. Warte, ich fahre mal ein Stück weiter raus. Da oben siehst du, ne? Weizen, Gerste, Raps und Mais kommt da rein. Kannst du so gut sehen. Mhm. Und das kippst du alles da vorne rein. Und wenn du jetzt da drunter fährst, lädst du das dann bei dir in den Trecker rein. Aber oben links das Fenster ist also auch geworden wie so ein Smartphone, ne? Sprecher auf volle Pulle, Akku und PDA ist das, ein PDA, ne? Aber wenn man sich so die Landschaft und so anguckt, dann findet man das gar nicht mal so hässlich, ne? Also ich... Hässlich ist nicht. Aber ich kann dir mal was zeigen, was hässlich dann wird. Warte, ich zeig das mal. Zum Beispiel folgendes. Das haben wir jetzt einfach schon so rausgefunden, hatten wir, glaube ich, auch schon meine Aufnahme mehrmals jetzt erwähnt. Zum Beispiel da vorne diese blauen Kisten. So sehen die blauen Kisten ganz gut aus, ne? So wie geschnürt und so ein bisschen faltig und so. Jetzt pass mal auf, was passiert, wenn du näher rangehst. Ein Texturenbrei. Auch der Boden. Auf die Ferne sieht der Boden total cool aus mit dem Kies, aber wenn du da so direkt drauf guckst, ist das...
3. Ja. Super Counter-Strike 1.6. Ja, so schlimm jetzt nicht, aber kommt dem nahe, ja. So, dann wollen wir mal die Düngermaschine reinschmeißen. Und womit düngt ihr? Keine Ahnung. Mit irgendeinem Zeug, was wir aus dem Tank kriegen. Natürlich alles Bio hier, ne? Natürlich nicht. Hier sind die Chemikalienabteilung. Wir nutzen nur die besten Pestizide, die es so gibt. Muss ich noch ausschalten, die Kurve. Ach Quatsch. Sieht aus, als wäre es ein Schatten, ne? Hm. Du hast aber vergessen. Ja, ich hab vergessen, dich auszuschalten. Nein! Jetzt hört man gerade auf. Okay, fahr ich also nochmal drüber. So, dann haben wir die Felder jetzt gleich hier fertig. Jede Aufnahme so aus? Meistens, ja. Deswegen ja auch diese tolle Heute-Kategorie. Die auch sehr gut ankommt. Also haben wir schon sehr gutes Feedback bekommen, dass das auch sehr interessant sei und so. Ja, sonst wäre das glaube ich auch ein bisschen zu langsam, langweilig. Ja, dann wäre es auch für uns persönlich ein bisschen langweilig. Selbst, also da wir das in der Aufnahme meist lesen, was da so in dieser Heute-Kategorie zum Beispiel drin steht, ist das ja auch für uns immer spannend, was man da so alles so erfahren kann und auch nachrecherchieren. Und ja, wir wissen auch nicht, wie lange wir jetzt noch Landwirt machen, aber wir werden noch ein paar Aufnahmen auf jeden Fall machen. Wir wollen ja auch noch ein größeres Feld auf jeden Fall haben. Boah, guck mal, wie gerade. Eine Linie. So gerade habe ich, glaube ich, noch nie gedüngt. Ich kann nur gerade fahren. Ja, das schaffst du aber selten. Weil diese ganzen Striche, die verleiten dich immer in eine Richtung dazu zu lenken. Mehr als in geneigt, natürlich. Mach mal schneller. Ich sitze gerade nicht in meinem Ferrari, es geht nicht schneller. Ach ja. Die Flamme da oben oder die Rußwolke, die sieht auch nett aus. Ja. Total. Das ist sehr ökologisch. Mhm. So. Zumindest wenn man Kurven fährt, dann sieht die besser aus, ne? Weil ja, dann zieht die sich. Aber wenn du so stehen bleibst, dann. Du stehst mir im Weg. Kann doch gar nicht sein. Guck mal, wo ich stehe. Wie soll ich dir da bitte im Weg stehen? Das ist Steffi. Ich habe mir die Aufnahme übrigens angeguckt, ne? Ich hatte recht. Will ich jetzt mal gerade nochmal so erwähnen. Bei der letzten Aufnahme meinte nämlich Steffi, ich wäre ihr ja voll in den Weg gefahren. Da bin ich aber oben einmal den Berg rum gefahren. Du warst mit dem Anhänger, warst Lalalala, du im Weg. Lalala, war ich nicht. Ich habe das nicht. Ich, ja, die hat nämlich immer so, die hat immer so kacke die Kurven genommen, weißt du? Die ist immer 10 Meter weiter am Feld lang gefahren, als sie eigentlich hätte müssen. Die war immer viel zu weit vorne. Also wenn du mit der Erntemaschine ja fährst, musst du ja immer Stück für Stück da das abtragen, wie sie es ja gemacht hat. Und die ist aber immer einmal so ausgeholt und dann wieder so zurück im Prinzip. Und dann meinte sie immer, ich wäre ihr im Weg rumgefahren, weißt du? Doch, hier hinten am Berg warst du mir im Weg. Ja, 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 ja. Glaubt euch doch. Düngen die doch einfach zu. So werden die auf ihrem Träger sind, einfach so ein bisschen Dünger ins Gesicht. Auch geil ist die Ego-Perspektive. Yay. Und pass auf. Es sitzt keiner drin. Oh nein. Nein. Scheibenwischer? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob da irgendwie angeht. Nur Licht geht aber. Ja. Gibt's auch Nacht, oder? Ja. Siehst du doch, ist ja ein Sonnenuntergang. Also ich muss sagen, der Himmel sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ne? Ja.
Den Himmel haben die echt schön gemacht. Nur ein JPEG-Bild. Nein, ist es nämlich nicht, weil der wandert. Du kannst die Sonne wandern sehen, aber die Nacht ist JPEG-Bild. Die Nacht ist Stativ. Gibt es denn auch Wetter, also Regen und ja. So? Mhm. Beeinträchtigt auch die Ernte. Da musst du den Scheibenwischer mal einschalten, damit der funktioniert. Ja, ich weiß ja nicht, wie man den einschaltet. Mann, du brauchst viel zu lange. So, jetzt sagt die gleich wieder, ich stehe im Weg. Oh, nicht schlecht aus. So, zwei, drei Bahnen noch, dann hast du's. Und dann ist die Aufnahme schon so gut wie rum. Weil dann ist die Dreiviertelstunde auch rum. Die kurze Aufnahme, die wir heute nur gestalten. Am Sonntag wird dann eine etwas längere kommen, weil da müssen wir ja dann auch Minecraft noch machen. Ja. Damit wir langsam wieder aufs täglich kommen. Weil wir hatten ja jetzt durch die Verschiebung mit Umzug und bla keine Zeit. Ein Bekannter von Steffi ist umgezogen. Und dann war sie sehr oft da, ne? Ja, ich war 6 Tage war ich jetzt da. Ja, und immer von morgens bis spät abends. Ja, ich war meist erst um 11:30 zu Hause. Und dann habe ich nicht wirklich noch Lust gehabt aufzunehmen. Ich war auch ehrlich gesagt zu kaputt dafür. Also scheiß Laminat verlegen, da muss da gebohrt werden und da gesägt werden. Kriegst du damit alles oder musst du nochmal zurück? Ich müsste alles kriegen. Okay, und ansonsten so ein paar Stück. Was hast denn du da jetzt eigentlich angesät? Ich habe jetzt hier Weizen, das was nach Raps kommt. Also ausgenommen von der Wiese. Gut, weil ich bin jetzt nach Lager gegangen. Ich habe nämlich hinten Gerste einfach angepflanzt. Ja, kommt ja auch noch. Ja, dann habe ich sogar per Zufall richtig gemacht. Ich habe nämlich gedacht, das Gerstelager ist leer. Dann nehmen wir nämlich auf jeden Fall Gerste, weil Raps haben wir noch 28.000 im Dingens drin. Ah. Das lohnt ja gar nicht. Das ist jetzt Weizen. Ja, ist ja gut. Weizen haben wir auch nur 10.000. Dann pushen wir die jetzt erstmal so ein bisschen. Dass, wenn dann wieder eine große Nachfrage kommt, auch von allem etwas da ist. Weil die nicht düngst, ne? Wie lange braucht es dann? Kein Plan. Wir haben einfach immer gedüngt. Okay. Wir haben uns sofort eine Düngermaschine gekauft. Ich tanke die jetzt auch direkt mal auf. Nee, pass mal auf. Ist das? Mhm. Jetzt rauf und runter fahren jetzt. Prima. Unglaubliche Technik hier. So. Hier ist eigentlich das Fass für... Daraus beziehen wir unseren Dünger. Das ist Spezial, wie da vorne drauf steht. Da. Spezial. Special. Nitrophosphat. Damit kannst du bestimmt was anfangen. Ja. Willst du kurz referieren oder? Nee, nee. Langweilig. Sehr bekannt, ja. Gibt's ja auch Ammoniumnitrat. Also ist auch Sprengstoff, aber damit kann man auch düngen. Mit Ammoniumnitrat kann man düngen. Ja. So, unser Trecker schleppt jetzt ein Heu. Oh, das muss er direkt nachgucken. Ja gut. Dann war's das für diese Aufnahme. Herzlichen Dank, David, dass du mitgemacht hast. Ja. Und ja, falls es mal wieder was Neues von dir gibt, werden wir das auf jeden Fall bekannt geben. Falls man mal wieder irgendwas zusammen macht. Ja, auf jeden Fall. Und ansonsten verabschieden wir uns für heute und sagen dann bis morgen in der Hoffnung, dass wir das auch alles so hinkriegen, wie wir das jetzt planen. Ja. Und ja. Noch irgendwas abschließend zu sagen? Ich hab nichts. Was, nix? Ich hab nichts. Okay. Dann sagen wir tschüss, macht's gut. Tschüss.